Bandbreite an kriegswichtigem Material produziert. Lokomotivbau, Panzerbau, Flugmotoren, Flugzeuge wurden in Lizenz, Jagdflugzeuge auch hier hergestellt. 21 Betriebe in Kassel hatten komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt. Entsprechend rangierte Kassel ganz oben auf der Liste der unbedingt ernstzugreifenden Städte der Alliierten. Auf ihr unmittelbares Überleben, auf ihren Überlebenskampf zurückgeworfen,
werden und dass sie quasi so die Annahme so demoralisiert sein könnten, dass sie sich im besten Fall eben gegen das eigene Unrechtsregime auflehnen könnten. Was allerdings nicht der Fall gewesen ist. Gewalt ausübt, wird versuchen, derselben Gewalt zu zerstören. The things we do for safety. Dinge, die wir für Sicherheit tun. Complicity for safety. Who promises you now to keep you safe? Und das ist auch ein Thema, was uns mit heute sehr stark verbindet. Denn wir leben heutzutage hier, auch in Kassel, in einer multinationalen, multiethnischen Stadtgesellschaft. Und viele Menschen, die hier in Kassel leben, kommen aus Weltgegenden, in denen Krisen oder Kriegszustände herrschen oder herrschten. Und die bringen natürlich auch entsprechend ihre Erinnerungen und auch ihre Traumata mit. Body in pain. Be silent or scream. Den Schmerz anderen nicht, Jesus anzunehmen. Wir sind die Enkel. Wir sind die Erdasche. Sehr gegenwärtig ist und perfiderweise ist es ja so, dass diese Menschen oftmals aus Gebieten kommen, in denen wir hier in denen wir Waffen exportiert haben. Denn auch das ist ein Aspekt, der sich nicht wesentlich geändert hat. Denn Kassel ist ja heute immer noch oder gilt als einer der größten Panzerbaustätten in Gesamteuropa. Und Waffen, die hier in Kassel hergestellt werden, die sind in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt unterwegs. Ob in Syrien, in der Türkei, in Afghanistan, ob im indisch-pakistanischen Grenzgebiet, an der Grenze zu Russland, im Jemen. Wer kann sich erinnern? Wem erinnern wir? Wer erinnert sich? Macht es einen Unterschied, wessen Blut es war? The military industry in Kassel to this day is still manufacturing and selling weapons of war. Wir brauchen immer noch eine Geschichte, die einfach zu erzählen ist. For someone to lead the way, die uns erzählt, was gut und was schlecht ist, was wir tun sollen. You know what the German translation for that word is, don't you? A higher power outside of yourself feels safer after all, doesn't it? Was habt ihr uns hinterlassen? Wie oft sollen wir noch sagen, nie wieder? The moral bombing also successfully aimed at reinforcing the German population's need. Organizations for survival, spiritual support through loss, for burial.
human religions share one thing, and it is that they all deal with death. What did so many people die of? Wir sterben. Sterben. So viele, so many people dying for still. Death and destruction is easy. Living and creating a future is hard.